Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder mit einer neuen versteckten Errungenschaft unter Wunder der Welt. Auch nur eine Eisnebelblume. Besiege einen Flugseisbaum, ohne seinen Schwachpunkt an der Blütenkrone zu zerstören. Wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich ziemlich einfach. Und zwar startet der Kampf grundsätzlich damit, dass die Blütenkrone in den Wurzeln sitzt. Und die Möglichkeiten sind die folgenden. Entweder ihr besiegt den Flugseisbaum so schnell, dass die Blütenkrone nicht in den Kopf wandern kann. Oder ihr, wenn ihr es nicht schafft, also wie man es zuallererst macht, ist eigentlich einfach, man besiegt sie so schnell, dass die Blütenkrone nicht mehr abwandern kann. Jetzt war sie in den Wurzeln zum Beispiel. Ich besiege sie jetzt mal nicht. Wenn sie sich jetzt wiederbelebt, wenn sich jetzt der Flugseisbaum wiederbelebt, dann wandert die Blütenkrone von den Wurzeln in den Kopf. Und wenn das der Fall ist, wenn ihr nicht schnell genug seid, wenn ihr es jetzt in dieser Phase nicht abschließen könnt, den Kampf ist nicht so schlimm. Wenn die Blütenkrone dann im Kopf ist, einfach mit einem Schild, einfach mit Heilung den Kampf in die Länge ziehen und abwarten, bis die Blütenkrone vom Kopf wieder in die Wurzeln wandert. Das geht ziemlich easy. Das geht ziemlich easy, weil man im Endeffekt nichts machen muss, sondern nur kurz abwarten muss. Und das kann man dann auch so oft machen, wie man will. Also selbst wenn man sie jetzt, wenn sie die Blütenkrone jetzt wieder in den Wurzeln ist, wir sie wieder zerstören, der Flugseisbaum wieder betäubt ist und man sie dann immer noch nicht besiegt hat, dann kann man das so oft wiederholen, wie man es braucht. Und bis man dann letztendlich die Errungenschaft bekommt. Also einfach die Zeit hier ein bisschen spielen. Heilung, Schild, den Kampf in die Länge ziehen, ohne zu sterben. Jetzt müsste eigentlich die Blütenkrone wieder wandern. Wird gleich eigentlich die Meldung kommen. Jeden Augenblick. Oder ist es schon passiert? Nee. Müsste aber gleich soweit sein. Also es kann auch sein, dass man sie so besiegen kann, aber da macht man halt kein... Jetzt ist es soweit. Aber da macht man halt keinen Schaden. Also man kann den Flix-Eisbaum, sag mal, auch so Schaden machen, wenn man den Kern nicht zerstört, wenn man die Wurzel nicht zerstört. Dauert aber ewig. Also würde ich nicht empfehlen. Genau. Und ja, das war es im Endeffekt. Wir haben quasi die Phase, wo es im Kopf war, einfach ignoriert, einfach überbrückt, einfach abgewartet, bis es wieder in den Wurzeln ist. In den Wurzeln kann man es bedenkenlos zerstören und dann den Flugseisbaum besiegen und bekommt so die Errungenschaft. Ich sage wie immer, danke euch vielmals fürs Zuschauen, würde mich sehr über ein Like, Kommentar und Abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.